Herzlich willkommen zurück zu Champions Return to Arms in der düsteren Marterwelt. Oh Gott. Aber da gibt's Untote und deswegen ist es gar nicht so düster für mich. Ach so, wir sind mit dem Kopf. Und guck mal auf meine Levelanzeige. Bald ist es soweit. Kann es sein, dass der Dunkelelf, die Dunkelelfin auf Level 30 den letzten Skill, also vor allen Charakteren. Ich glaube, keiner kriegt auf Level 30 noch was, ne? Ja, das ist krass. Tatsächlich so. Es muss gut sein, aber in Bosskämpfen bringt das halt gar nicht. So einen brachialen Stirnacken ist unnormal, ja. Nein, hatte ich schon. Da hatte ich doch schon mal. Ich flippe aus. Oh no. Feuern. Immerhin trauern für dich. Die Feuerkugeln sind eigentlich das bessere, also der bessere Hammer des Zorns. Heißt das so? Oder verwechsel ich das mit Hearthstone? Ja, aber Hammer des Zorns ist ja wenigstens nicht verschwunden immer. Das stimmt, aber er macht kaum was. Immer nur dusch. Ja, kann nichts. Genauso nicht, wie wenn ich das gar nicht ernst zuschlagen und immer nur so mache. Ja, ja. Hey, hey, hey Thaddeus! Hey Thaddeus! Ja, der war echt, also der war nicht so dolle. Nee, aber der, ja. Teilweise habe ich die Bosse gecheased, einfach weggelaufen, aber weiß, wie lange das gedauert hat für die Scheiße. Ja, ewig, weil der ja kein Schaden. Für den auf Held, den Final Boss, habe ich ja auf Böse gespielt, habe ich 3/4 Stunde gebraucht. Boah. Ja. Aber du hattest keine Chance gegen ihn, du konntest ihn nicht besiegen. Sonst. Ja, klar. Und bekehren kannst du ja auch nicht bei dem. Das war mein Slayer. Ist halt nur ärgerlich, wenn man dann einmal so aufpassen, also fast tot. Nein, guck mal, ich spiele doch die ganze Zeit safe. Es gab mal einen Zeitpunkt, das war am Anfang dieses Spiels. Da bin ich sehr oft gestorben, weil ich in Nahkampf gehen sollte. Ich sag extra sollte. Oh fuck, das sind zu viele. Immerhin einer. Und dann halt mal kassiert hab. Der Umschwung war einfach zu heftig. Nein! Doch, das ist nämlich falsch in Erinnerung. Oder der ist Untote bekämpft heftiger. Guck, der ist gerade wieder auferstanden. So aus. Wow. Und die Crash Bandicoot-Kisten. Das heißt, er kann jetzt nicht nochmal aufstehen. Doch, könnte er, glaube ich. Ja, nein, wenn er einmal. Wenn oder kommt die Animation immer? Kommt immer. Ach so, okay. Das wusste ich. Immer einmal mal schauen. Und zwar, wo sind die Zaubersprüche da? Guck mal, das ist ja jetzt maximal, ne? Wie ist das eigentlich? Oh, 8 Sekunden Verwirrung. Alles klar. 88% Chance. Das ist broken. Der Zauber ist richtig gut. Streue nichts. Der ist ja jeder tot. Ja, außer Bosse. Also, gegen manche geht's. Aber die halten dann halt so viel aus. Diesmal nehme ich diesen Krieg-Sauber mit. Wo liegt er denn? Hab ich schon mitgenommen. Okay. Scheinbar? Ich weiß nicht. Ach, der gibt doch eh nichts. Boah, er ist aber knapp. Nein! Doch nicht. Das ist echt knapp gemessen. Aber wir haben es auch nicht perfekt gemacht. Oh, Wettrin. Hast eh verloren. War nur knapp. Nein! Peiniger. Guck mal, die eigenen Leute blockierten hier. Ja, der ist schon wieder tot, der hat doch gar nichts gemacht. Das verstehe ich jetzt auch nicht. Skelett! Your turn! Ich weiß nicht, ob wir überhaupt schaffen. Geh mal weiter. Das ist bescheuert. Das ist so blöd. Jetzt haben wir die ganze Zeit das Geräusch. Das kann ich mir nicht antun. Kann ich euch das antun? Ja, klar. Und jetzt alle! Ja, Brücke ja, der Gram. Oh ja, und da ist bestimmt ein Speicher. Guck mal, hier hat der Ladescreen. Boah, ich fand den Peiniger besser anzuschauen. Ja, ich stehe auch nicht auf so lange Zungen. Das ist, sag ich doch. Und du kommst trotzdem nicht wieder. Hier muss man immer aufpassen, dass man nicht in die falsche Richtung rennt. Wenn man nach hinten rennt, stimmt, ne? Ist mal wieder. Leute, man kriegt immer Anzeichen. Sieht man auch wieder den Peiniger. Das ist nicht markiert. Genau wie hier beim ersten Level vom ersten Teil. Da sind wir irgendwann weitergelaufen. Ja, ich mach noch fehlen dunkel. Ey, das kann doch nicht sein. Wie viel Schaden machen die bei dir? Du musst die Frostrüstung mal casten. Ich hab schon wieder gedacht,
Jawohl, ich hab zweimal Spieler 1 damals mit Master Tiger. Die kreisen doch sogar um dir, die Scheißdinger da. Ja, zeigen die auch sogar für extra. Ich ja auch relativ nah neben, ne? Aber angreifen, wenn wir den Boden befinden. Hey! Als ob die so eine Attacke. Eine Attacke. Ich habe aber auch viel weniger Verteidigung und viel weniger Leben. Irgendwie ist das ganz anders als damals. Und früher hatten wir echt Probleme mit dem Peiniger und hier sind jetzt die Schleckermäulchen. Die Schleckermäulchen! Die süße kleinen Schleckermäulchen, die gleich mir gehören werden, denn ich werde das hier benutzen. Guck mal, ist sogar ein Herz, der Totenkopf mit einem Herz eingraviert. Süß. Ja, und tatsächlich! Müssen wir. Oh! Nein, er hat mich! Nein, hat er nicht. So stark ist er doch nicht. Muss nur fest dran glauben, der funktioniert auch mit dem Kern. Guck mal, der schlägt echt konsistent, ne? Naja. Ich hab mal nicht angegriffen, weil der konsistent schlägt. Guck mal, gleich wenden sie sich gegen uns und dann voll in eine Flamme. Da. Warum haben die jetzt eigentlich wieder alle andere Farben? Die sind jetzt rot, die waren vorher so dunkel blau. Und die sind grün, die waren vorher rot. Diese hier. Die ändern die Farbe, wenn man auf die Brücke der Gram. Kann geht. Aber sein, dass der stärker war. Der hat mehr ausgehalten. Ja. Als würde man so nach den fünf Gegnern noch einmal stärker sein. So. Aber nee, die ist echt weird, ne? Ja. Mann, die Leute hassen dich dafür. Und ich dich auch. Find's geil. Ja, die Leute, die auf ihr Rape stehen, auf jeden Fall. Sind wohl die wenigsten. Die Kisten können wir jetzt nicht öffnen wegen der scheiß Flamme. Jetzt gehen wir nur zurück. Hör auf zu kotzen. Der, guck mal, wie komisch der da schießt. Das ist ein Feuersprucker. So aus dem Stab. So vor allen Dingen aus dem Stab. Ich dachte, das kommt aus woanders Enden. Raus. Guck mal, wo was rauskommt, guck mal. Naja. Aus einem gewissen Schlauch, den ein männliches Wesen hat. Ram Attack! Guck mal, die Sterbeanimation so. Oh, wir haben es geschafft! In 10.000 Jahren konnte ich nicht getötet werden, aber jetzt! So, endlich Ruhe. Ja, stimmt, ne? Sieht wirklich so erleichtert aus, hast recht. Wie die Mumien, ne? Im ersten Teil. Ja. Die unbedingt sterben wollte, aber so Wikinger-Tod. So heroisch. Oh, da einmal züngeln ist fast tot. Lass dich halt nicht abschlecken. Du bist doch kein Eis am Stiel. Noch nicht. Naja, deine Eis zaubert. Wenn du Frostfrüstung hast, bist du Eis am Stiel. Ja. Ja, okay, Ablenkungsmanöver. Ja, der tankt das ja wirklich. Oh shit. Guck mal, das war super useful gerade. Aber echt. Können die den Gegner auch so viel Schaden machen, diese Schlecker-Mäulchen da? Hallo. Man kann das ja relativ einfach rechnen. Ich habe 300 Leben, einmal Schleckermaul macht mich so, also ja. 300 Schaden fast. So. Mehr als ich mal. Wenn es dreimal Schlecker, dann ist so ein Käfer tot. It happened. Stimmt, darauf brauche ich ja auch nicht mehr skillen. Das ist ja schon maximal. 21 sieht ja nicht. Nee. Okay, ja, kann ich Leute. Nächstes Mal auch wieder drei Punkte drauf machen. Krass. Oh, das wird so geil. Das wird halt richtig geil, Leute. Ich glaube gar nicht, wie cool das wird. Kannst du damit auch die Kugels wiederholen? Wahrscheinlich, ne? Die Peiniger? Ja, die auch, aber ich meine die Kugel. Mhm. Weil die war, sind ja schon unten. Oh mein Gott! Wait! Ich glaube, es ist Game Breaking. Leute, die Ghule, die können ja wiederbelebt werden. Das heißt, wenn ich die wiederbelebe, können sie nochmal wiederbelebt werden. Und ich glaube, wenn die wiederbelebt werden, haben die wieder volle Lebensenergie, oder? Und dann ist ja nicht 10%.
Just saying. Was meinst du mit, ich werde wiederbelebt? Ich, angenommen, ich mache das hier. Ja. Dann werden die wiederbelebt. Ja. Dann sind sie ja quasi wieder komplett neu da. Und dann können sie ja sterben und dann, weil die eine passive Fähigkeit haben und einfach wieder aufstehen können. Ja, aber dann, ja. Ja, weil vielleicht mit vollem Leben dann. Die stehen, glaube ich, nicht wieder auf, wenn man die wiederbelebt hat. Das ist, glaube ich, nur, wenn die schon von Anfang an lebendig waren, dass die das einmal. Weil die sterben ja dann auch nicht. Die sind ja nicht tot. Die kann man nur nicht mehr treffen dann. Ich glaube, es ist der Zeit. Ja. Ich überlege. Schon. Ja, ja, warum auch nicht? Gerade schon die ganze Sinn, ne? Zeit mit der Nahkampfwaffe. Eben. Oh, warte mal. Geht nicht bei dem. Doch. Du musst ganz nah dran. Ja, das ist jetzt so geil. Und ich werde euch so damit auf den Sack gehen. Ja, vor allem kann man so den nicht mal sehen. Weißt du, was passiert ist gerade? Ja, bekehrt. Bekehren ist eigentlich jetzt ziemlich. Kein Mana mehr. Kann man ja nicht immer wiederholen? Also, wenn der jetzt stirbt, wieder. Also oh, das können wir austesten. Wie lange lebt der überhaupt? Ja, ewig. Ach so. Das ist ja das Krasse, wenn wir jetzt hier die ganze Zeit warten, nicht mit Mana trinken, dann könnten wir hier wirklich eine Armee ausheben, wie das schon heißt. Hä, warte, ja, warte doch mal, bis du es nochmal casten kannst. Kein Mana mehr. Doch, aber ich will jetzt warten kurz. Mein Mana ist verbraucht. Da. Ey, ich dachte, das holt zwei wieder. Er hat doch, da krabbelt er doch. Achso, ach, da ist noch ein Peiniger bei gewesen. Ja, dann ist er echt heftig. Ach du Scheiße. So, jetzt müssen wir ja noch darum mal Level 30. Hä? Nein. Achso, nee, er wurde besiegt. Hä? Was passiert? Auf wen schlagen die denn? Ich glaube, dein einer Typ wurde einfach besiegt, oder? Nee, die mögen sich nicht, oder so. Hä, was war oder das? Der erste Peiniger, den du wiederbelebt hast, ist doch einfach wegen Zeit gestorben. Also. Nein, das kann ja. Wir beobachten das. Oder da war halt noch ein Gegner, der deinen Peiniger besiegt hat. Vielleicht ein Gegner out of bounds, actually. Wo ist denn der jetzt eigentlich? Weird. Wir würden das im Auge halten. Nee, mein Mana ist verbraucht. Der ist umgefallen. Der ist jetzt auch nicht mehr da. Der Fette? Nee. Die sind dann wirklich weg, die Leichen. Okay. Naja, man kann es ja auch nicht übertreiben. Könnte man dir ja immer wiederholen. Ja. Dann laufen die einem hinterher und dann sind einmal reicht auch. Guck mal, es gibt doch eh genug Leichen. So ist ja nicht. Ja, vor allem können wir dann immer neue Leichen. Das wäre ja. Der fickt dich ja. Aber da ist ja gleich ein Wiederbeleber. Nicht ein bekehrt. Stimmt, scheiße. Ich hätte da müssen. Lauf durch. Schatt, schatt. Ja. Wie die aus dem Schild hält. Stimmt mit der nicht, ey. Alter! Das ist jetzt auf jeden Fall ein gutes Ablenkungsmanöver. Guck. Und die töten sich gegenseitig. Ja, voll drauf. 6, 6, 6. Kritischer Treffer. Teuflisch gut. Ich dachte, der gehört zu mir irgendwie. Das ist actually doof, ne? Dass die nicht irgendwie eine Aura haben, dass man weiß, oh ja, das ist jetzt meine. Ja, ich hab die ganze Zeit auf den Tisch geballert. So. Im dritten Teil verbessern sie das dann. Nein, es gibt leider keinen dritten Teil. Voll schade. Vielleicht ja auch auf PS5. Ja. Schön wär's. This series died with the PS2. Genau wie Apex Game. Wenn man dann die ach Charaktere so, er war noch nicht tot, das fragen könnte. Stell dir vor, kannst du Charaktere übertragen. Dann im dritten Teil so. Kein Mana mehr. So. Nee. Dann müsstest du ja eine, die Memory-Karte übertragen. Vor allem geht der Trend hier leider dahin, dass alles digitalisiert wird.
nur digitale Spiele. Also ich bin so stolz auf mein Spieleregal. Ja, ich weiß schon mal, warum ich kein Spiel mehr hole. Weil sowieso nur alles digital ist, dann ist richtig bescheuert. Tja, also, mich stört das auch. Ich bin so ein Digital. Echt jetzt? Oh Gott. Wait, what? Hätte ich jetzt Schattenschritt nicht, dann wäre es vorbei gewesen. Das ist halt echt heavy, so, weil von denen kann ich nicht weglaufen. Nein, richtig ja. Hart. Da komme ich nicht weg. Da bräuchte ich jetzt Wurzeln. Und selbst das geht nur auf einen und das nur zu 50%, wo man 1000 Gegner. Ja. Da kann man echt nur hoffen, dass es den richtigen stoppt. Wollen wir lieber recht? Nö. Packen wir schon, wir müssen nur vorgehen. Jetzt mal auf, liegt die Leiche da noch? Ja. I mean, die sind zu zweit. Zwei Peiniger. Ist nur fair. Den holen wir uns auch noch. Hey, was machen die denn da? Oh, was geht da ab? Was? Was ist das? Das ist, ich bin nicht tot. Ich weiß nur nicht, wo ich bin. Aber die sind, haben richtig gelitten, ey. Du hattest das Glück, dass du halt den, dass dein Peiniger da dann aufgetaucht ist, weißt du, was ich meine? Stimmt, ne? Der spawnt auch so komisch dann. Ja, wie Skleedy. Ja, tot. Wow. Dieses Spiel, jetzt gibt's auf jeden Fall Massenfights. Dynasty Warriors lässt grüßen. Ey, ohne Scheiß. Ich könnte jetzt hier die ganze Zeit warten, ey. Hier sind echt viele Leichen. So, weil man die Tränke braucht. Hier sind nicht mehr viele. In Massenfights mit Untoten ist Bekehren besser. Das nimmt direkt die Masse raus und man hat direkt Support. Sonst ist eigentlich das andere immer besser. Wiederbeleben, ne? Ja. Oh, vergessen. Ja, was heißt vergessen? Solange hier noch so viele Gegner sind, ist halt Quatsch. Ja, aber auch vergessen, dass wir das ja brauchen. Da hat er einfach auch drücken und gut. So, dann hol es mal. Nee, ja. Ach so. Ja. Hi. Da hätte ich das machen sollen, aber mehr. Naja. Ja, am Anfang ist es ja noch nicht so entscheidend. Jetzt habe ich legal umschalten. Stimmt. Das ist echt verwirrend. Man kann immer. Oh nein, ist tot. Kann immer schauen, weil wenn die sich gegenseitig angreifen, ist er eigentlich nicht richtig. Außer im ersten Teil mit den Skeletten, ne? Einen Map. Da sind die immer aufeinander gegangen. Komischerweise, ja, ne? Nur einmal geschleckt, fast tot. Sag ich ja. Da war lecker ein bisschen mehr drin. Ich hau auch ganz viel Level ab, so eine Ausdauer bis Skill, ne? Ja. Immer noch ein. Boah, was der aushält. Los, Skelett, du bist Kanonenfutter. Du bist nichts mehr wert. Ich hab jetzt bessere Sachen. Skeletor ist useless. Früher der absolute Held. Jetzt einfach nur ein Hofner. Lass mich nochmal. Oh, hey, da ist Romana dran. Könnte ich benutzen und die alle wiederbeleben. Nein, das ist zu viel wert, ne? Oh, fuck. Nein, keiner bekehrt.
Das war aber kein Untoter, dieser Peiniger, sondern ein Dämon wahrscheinlich. Mit den Hörnern. Die sehen so ähnlich aus wie die stärksten Gegner aus Doom. Die heißen ja auch Cyber Demon. Ähnlich aus. Greifen auch ähnlich an. Verpisst euch! Oh mein Gott. Er holt mir auf jeden Fall Mana-Trank und dann bekehren. Ey, Skeletor ist jetzt auf einmal da und tankt wie so ein Held. Pass auf. Nein, nicht die Doofen. Nein, klar. Es hat nichts. Und jetzt auch noch Skeletor. Und er hat nicht mal eine Waffe. Also eine magische. Lebt noch einer von? Ist das noch ein Gegner? Ich weiß es immer nicht. Alles gut. Ich habe alles unter Kontrolle. Stimmt, jetzt sind wir einmal quasi im Kreis gelaufen, weil wir da geradeaus wahrscheinlich das Feuer brauchen. Ja. Cool. Ich weiß nicht, ob das jetzt reicht. Vielleicht. Oh. Mit Schattentritt. Nee, reicht nicht. Nee, reicht nicht. Den besiegen wir. Ich muss warten. Ja, diese Sterbeanimation ist cool. Die ist so lang. Nee, die ist eigentlich voll cool darum. Ja. Meine Typen sind weg. Wo sind die? Die sterben lange Zeit. Voll komisch, weil das steht ja eigentlich nicht in der Beschreibung. Nee. Ich trage bereits. Dann wird die Zeit aber wahrscheinlich länger. Auch per Level. Und ich finde für Level 1 ist die Zeit sehr, sehr lang. Da gab es noch zwei Peiniger. Unklein. Nein, kein bekehrt! Bei so vielen, das ist doch scheiße. Okay, ich bin halt immer gerecht. Tot, wenn die mich kriegen. Weil die können auch. Ich auch, übrigens. Oh! Nee. Plattarme. Die können auch voll schnell wieder zuschlagen. Chill, ich wollte die eigentlich bekehren und die dann besiegen. Oh nee. Peiniger sind echt getötet. Oh, you made a mistake. Beim Speicherpunkt hingehen ist nicht das Schlauste. Ja. Shit. Jetzt sollte er da oben. Nee, das sind doch wir. Ja. Die sollen jetzt auf jeden Fall kein Problem darstellen. Was, das heißt, am hier aussehen und es kommen nur zwei Leute. Ja, später ja fünf. Ja, ja, ich weiß. Guck mal, die wurden einfach dahin gespawnt. Meistens sind es Gegner, weil die ja nur 10% des maximalen Lebens haben. Und einmal hier und ganz oft hier. Guck mal, ich hab was richtig Tolles gefunden. Helm wieder stehen. Oh, 3 bis 5. Guck mal, ich habe jetzt 5. Und das auf 12, das werden am Ende sogar 7. Wahrscheinlich 7 tatsächlich, ja. Was, 7 ist so eine ungerade Zahl. Boah, 8 wäre natürlich. Nein, das ist eine einhändige Waffe. Guck's dir an. Und du hast den Shit auch nochmal, den es da gibt. Und schlecht. Das ist aber ja, nee, das ist viel besser. Macht einfach viel mehr Schaden. Ja gut, aber dafür hast du. Kannst du hier nur eins von beiden, kritische Treffer oder Blitzschlag. Weil da hier ist ja nur ein Punkt frei. Ach nee, hier ist ja schon kritischer Treffer drauf. Mhm. Ja, das ist halt schon nur 5. Ja, das ist schon besser wahrscheinlich. Was sicher das einhändig ist, ja doch. Ja, schon. Ja, ist auf jeden Fall besser. Oder? Ja, probier's doch mal aus. Nee, kann auch sein, nee, das Team ist. Ja, guck mal,
hat auch zweihändig auf dem Boden. Ja, ja. Oh ja, nee, dann also ist es auf jeden Fall schlechter. Dann ist es auf jeden Fall schlechter. Schlechter, ja. Aber weil, ich meine, da hält es halt auch einer in der Hand. Ja. Kleiner Zweihänder. Da ist nur ein Kragen. Ja, das suchen wir auch. Ah, der Part ist zu Ende. Stimmt. Wollen wir noch verkaufen? Wissen wir, ja. Loser Art und Weise. Oh, ich hab gar kein Wasser mehr hier. Nur die coolen machen das. Die coolen. Mit einem Konami-Code und dann Hex. Mit Select und Quadrat. Imagine, man muss doch Select und Quadrat drücken, was er immer macht. Das ist voll umständlich. Seid willkommen. Wisst ihr, wie weit die auseinander sind, die Knöpfe? Ich weiß nicht, ich brauch's halt zwei Hände für, ne? Aber hab mal eh immer einen Controller. Also wen juckt's? Achso, guck mal, die macht 35 bis 65, aber der Schrott gibt einfach mehr Geld. Ja, weil blau, weil die blauen Sachen am besten sind. Das ist doch hier. Nur für Waldläufer. Oh mein Gott, gesehen. Ach, du hast den eingesammelt. Ich hab nur gefragt, ob wir jetzt den Kohle. Ach so. Dachte ich noch so, das klingt so geil. Der war aber mega schlecht. Ja, kann man eh, kann ich eh nicht machen. Den Bogen kann gar keiner nutzen, ne? Nur, wirklich nur die Waldläufer, oder? Oder gibt es irgendwelche Klassen, die auch den Bogen nehmen können? Wahrscheinlich Barbar. Krieger ja. Und, ja, also Barbar und Maschia Berserker. Können das auch nutzen, warum auch immer. Also, können alles. Na gut, die sind ja auch Fernkampf. Ja. Aber. Voll schade, dass die nie im Spiel auftauchen. So als NPCs oder so, ne? Diese Tiger. Ja, das stimmt. Mhm. Was hab ich denn für einen Helm? Boah, der hier ist aber echt ein Helmmesser. Nicht der, der. Mit 43. Und das ist nur ein bisschen besser als meins. Aber den kann ich mir eh nicht leisten. Geht mal wieder nicht. Na gut. Speichern noch vielleicht, ja. Sinnvoll ist es. Oh, nächstes Level Up wird auch noch Hype. Da krieg ich nicht diesen ultrasicken Schild. Mit diesen ganzen Stats. Stimmt. Und dann ist erstmal Flaute. Dann gibt's nichts mehr, worauf man sich freuen kann. Naja, jedes Level Up. Okay, Leute. Wir haben beide gleichzeitig starten. Okay, Leute. Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecile. Ciao. We'll be right back.